Hallo zusammen. Menschen, die Fremdgegenstände in ihren Körpern tragen, versetzen Ärzte häufig in Staunen. Kaum ein Chirurg würde sich über so eine Überraschung freuen, aber jeder dieser Geschichten könnte zu einer echten Legende werden, die den einen lustig und den anderen gruselig oder vielleicht sogar widerlich erscheinen könnte. Also, welche ungewöhnlichen Funde hat man bis heute im menschlichen Körper gemacht? Das erfahrt ihr gleich. Lasst uns loslegen. Fisch. Manche Kinderspiele sind recht sonderbar. Den Erwachsenen fällt es schwer nachzuvollziehen, was lustig daran sein soll, durch eine Pfütze zu trampeln oder sich mit einem Busch zu schlagen. Und aus einigen Kindervergnügen wird man gar nicht schlau. Der 12-jährige Anil Barella hat mit seinen Freunden ein Spiel gespielt, bei dem es darum ging, einen lebenden Fisch zu verschlucken und wieder auszuspucken. Es war einer der Lieblingszeitvertreibe der Jugendlichen, aber an dem Tag ging etwas schief. Statt in die Speiseröhre zu flutschen, landete ein Fisch in der linken Lunge des Teenagers. Anil bekam keine Luft und als er ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte fest, dass der Sauerstoffspiegel in seinem Blut auf ein kritisches Niveau gesunken ist. Am Ende musste Anil 45 Minuten lang operiert werden, aber der Fisch hatte noch weniger Glück. Er war noch am Leben, nachdem man die Bronchoskopie durchgeführt hat, aber ist bald gestorben. Der Chirurg, der den Teenager operierte, sagte, dass er so etwas zum ersten Mal in seinen 20 Jahren Praxis erlebt hätte. Metallstab. Donald Church wurde ein Tumor entfernt, aber 2 Monate nach der Operation hat sich sein Zustand drastisch verschlechtert. Er litt unter starken Schmerzen und konnte sich nicht biegen. Das hat die Mediziner stutzig gemacht. Außerdem haben Metalldetektoren an Flughäfen auf Church komisch reagiert. Bald stellte sich heraus, dass sich im Körper des Mannes ein 32 cm langes Metallinstrument befand, das von den Chirurgen bei der OP einfach vergessen wurde. Unfassbar, oder? Nachdem der Stab entdeckt wurde, wurde er sofort entfernt und Church hat den Weg zur Genesung eingeschlagen. Später musste das medizinische Zentrum der University of Washington dem Mann wegen Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter $100.000 Schmerzensgeld zahlen. Schnecke. Während eines Strandbesuchs mit seinen Eltern ist der 4-jährige Paul Franklin gestürzt und hat sich sein rechtes Knie aufgeritzt. Es schien nicht so schlimm zu sein, denn Kleinkinder laufen da ständig herum und fallen immer wieder hin. Deshalb haben sich Pauls Eltern diesbezüglich keine Sorgen gemacht. Sie haben die Wunde versorgt und ein Pflaster darauf geklebt. Doch ein paar Wochen später ist das Knie stark geschwollen. Es war klar, dass eine Infektion unter die Haut gelangt sein muss. Ein Arzt sagte zu Pauls Mutter Rachel, dass es sich dabei um eine unangenehme Staphylokokkeninfektion handeln könnte. Die verschriebenen Antibiotika haben zwar geholfen, aber unter der Haut und wuchs weiterhin eine merkwürdige schwarze Beule. Da die Frau das Warten satt hatte und sich sicher war, dass man den Eiter aus der Beule entfernen sollte, entschied sie sich, die Sache in die Hand zu nehmen. Sie hat die Beule ausgedrückt und es kam ein komisches schwarzes Ding zum Vorschein. Es sah nach einem Stein aus, aber bei genauem Hinschauen wurde Rachel klar, dass im Knie ihres Sohnes die ganze Zeit über eine Meeresschnecke gelebt hat. Eine Schnecke, die auf unergründliche Weise unter die Haut ihres 4-jährigen Sohnes gelangt ist. Das Tier muss sich über die Wunde am Knie des Kleinen eingenistet haben, als er direkt auf ein Schneckenei gefallen ist. Schnecken legen Eier im Freien ab, etwa in Pflanzen oder im Boden. Unter günstigen Bedingungen dauert es etwa einen Monat, bis daraus Jungtiere schlüpfen. Paul selbst war übrigens nicht weniger überrascht als seine Mutter und hat die Schnecke sofort nach der Trickfilmfigur Turbo benannt. Tanne. Glaubt ihr, nach einem Fisch in der Lunge und einer Schnecke im Knie könnte euch nichts mehr überraschen? Und wie wäre es mit einer ganzen Tanne? Einer zwar sehr kleinen, aber immerhin wuchs sie im Körper eines Mannes. Chirurgen eines regionalen Krankenhauses in der russischen Republik Baschkortostan haben aus der Lunge eines Patienten einen frisch aussehenden Tannenzweig entfernt. Der 50-Jährige wurde mit der vorläufigen Diagnose Abszess im unteren Lungenbereich eingeliefert. Nach einer Röntgenuntersuchung traf man die Entscheidung, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen, aber die Ärzte hatten vorerst keine Ahnung, was die Krankheitsursache war. Sie waren äußerst erstaunt, als sie im Körper des Patienten einen etwa 5 cm langen Tannenzweig entdeckt haben. Dabei war er ganz frisch und grün. Wie ist er dorthin gelangt? Ist dem Mann etwa nicht aufgefallen, dass er da etwas in seiner Lunge hatte? Die Mediziner waren völlig verdutzt, aber der Patient selbst hat den Schleier ein wenig gelüftet. Er gab an, dass er seit Jahren gerne in die Sauna geht, wo er sich selbst zur Entspannung mit Bündeln von eingeweichten Tannenzweigen den Körper abschlägt. Anscheinend hat er aus Versehen einen Samen eingeatmet, der anschließend in der Lunge gekeimt ist und sich etwa ein Jahr später zu einem Bäumchen entwickelt hat. Nagel. Kann man überleben, nachdem man sich einen Metallstift in den Kopf geschossen hat? Wenn man ein riesen Glückspilz ist, schon. Dante Ortolo hat in seinem Haus in einem Vorort von Chicago geheimwerkt und sich aus Versehen mit einer Nagelpistole einen Nagel in den Kopf gejagt. Er dachte, der Metallstift hätte ihm beim Vorbeifliegen nur ein bisschen gekratzt. Deshalb hat er den Vorfall schnell wieder vergessen, bis er am nächsten Tag Kopfschmerzen bekommen hat. Bis dann lief alles ganz normal. Dante hat sogar Schnee geschippt, aber dann ist ihm total übel geworden, sodass er beschloss, das örtliche Krankenhaus aufzusuchen. Nachdem man eine Röntgenaufnahme seines Kopfes gemacht hat,
hat, war man fassungslos. In seinem Kopf befand sich nämlich ein langer Nagel. Dabei konnte Dante selbstständig laufen, sprechen und sich an alles erinnern. Für jemanden, der mit einem Metallding im Kopf herumlief, war er also ziemlich fit. Wie durch ein Wunder hat der Nagel sein Gehirn nicht beschädigt. Doch er saß im Schädel des Glückspilzes fest. Da es im Hirn keine Schmerznerven gibt, hatte Dante keine Schmerzen beim Eindringen des Metallstiftes gespürt, nur einen leichten Kopfschlag. Stellt euch vor, wie sehr der Mann über die Röntgenaufnahmen erstaunt war, als man sie ihm zeigte. Anfangs dachte Dante, es wäre ein Streich seitens der Ärzte. Doch in seinem Kopf befand sich tatsächlich ein langer Metallstift. Am Ende wurde eine komplizierte Operation durchgeführt, bei der man den unheilbringenden Nagel samt einem Stück Schädel entfernt hat, das durch ein Titannetz ersetzt wurde. Und übrigens, die Ärzte meinten, dass so etwas zwar ungewöhnlich sei, aber nicht besonders selten vorkommt. Erbse. Man könnte meinen, dass eine Erbse im Körperinneren eines Menschen nichts Schlimmes anrichten könnte. Man isst dieses Gemüse schließlich regelmäßig in unterschiedlichsten Formen, unter anderem roh. Und das seit mehreren Jahrtausenden. Aber wie wäre es mit einer Erbse, die in der Lunge gelandet ist? Ron Sweden, ein ehemaliger Schullehrer aus Massachusetts, hat mehrere Monate gegen ein Lungenemphysem gekämpft, während sich sein Zustand verschlechtert hat. Auf Drängen seiner Frau ging der Mann zum Arzt. Ron hat eigentlich damit gerechnet, dass man bei ihm eine onkologische Erkrankung diagnostizieren würde und war innerlich darauf vorbereitet. Aber die Ärzte haben ihn überrascht. Auf den Röntgenbildern war ein Fremdkörper zu sehen, der sich in der Lunge des Patienten befand. Dieser entpuppte sich als klitzekleine Erbse, die statt in Rons Magen irgendwie in seine Atemwege gekommen ist. Mehr noch, sie keimte. Die Erbse war klein genug, um unbemerkt den falschen Weg zu nehmen, aber gleichzeitig zu groß, um den Körper des Mannes genauso unbemerkt zu verlassen. Stattdessen begann sie zu sprießen und Rons Körper fing an, gegen sie zu kämpfen. Natürlich wurde der Fremdkörper auf chirurgischem Weg entfernt. Die OP verlief erfolgreich. Und in dem Krankenhaus arbeiten Menschen, die wohl immer zu Späßen aufgelegt sind. Nach der Operation wurde Ron nämlich Erbsen-Ragout serviert. Der Mann hat gelacht und es anschließend mit Appetit verspeist. Schlüssel. Falls ihr irgendwann auf wilden Partys wart, wisst ihr sicherlich, dass es dort immer jemanden gibt, der danach verlangt, dass der Spaß in die Verlängerung geht. Was auch passiert, möchte derjenige bis in die Morgenstunden feiern oder sogar darüber hinaus. Chris Forster ist einer solcher Partylöwen. An einem Februarabend weigerte er sich, das Wohnheimzimmer zu verlassen, in dem er zusammen mit seinen Freunden abhängte, und verlangte nach einer Fortsetzung. Obwohl Chris ziemlich tief ins Glas schaute und es dringend nötig gehabt hätte, seinen Rausch auszuschlafen, konnte man ihn nicht dazu überreden, das Saufgelage zu verlassen. Mehr noch, nach einem wiederholten Versuch, seiner Freunde Chris nach Hause zu schicken, zog er eine ziemlich skurrile Nummer ab, indem er den Schlüssel für sein Zimmer verschluckte. So nach dem Motto, keiner schickt mich heim, wenn ich nicht da rein kann. Am Ende chillte der Bursche noch mehrere Stunden weiter und ist anscheinend auf einem bequemen Sofa eingeschlafen. Als er aufgewacht war, stellte er fest, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung war. Er konnte sich praktisch an nichts davon erinnern, was in der vergangenen Nacht passiert ist, weshalb er seine Freunde zunächst nicht geglaubt hat. Ich konnte doch unmöglich den Schlüssel verschluckt haben, meinte er. Nichtsdestotrotz hat man im Krankenhaus bestätigt, dass in Chris' Magen sich ein Schlüssel befand. Dabei war ja auf den Röntgenbildern so deutlich zu sehen, dass man allein anhand dieser Aufnahmen ein Duplikat davon hätte anfertigen können. Zum Glück musste der Bursche nicht operiert werden, da der Schlüssel seinen Körper 31 Stunden später von alleine verlassen hat. Und zwar ohne jegliche Verletzungen verursacht zu haben. Nur Chris Hals hat ein paar Kratzer abbekommen, als er seine komische Protestaktion zum Besten gegeben hat. Ein echter Glückspilz. Magneten. Kinder lieben es, die Welt um sich herum zu erforschen und verschlucken dabei oft völlig ungenießbare Gegenstände wie Baukastenteile, kleinere Spielsachen oder sogar Nadeln. Aber am gefährlichsten davon sind laut Ärzten Magneten. Es liegt daran, dass sie sich trotz der dazwischenliegenden Wände innerer Organe gegenseitig anziehen und dadurch ernsthafte Verletzungen verursachen können. Etwas Ähnliches ist einem 3-jährigen Mädchen aus Portland namens Peyton Bushnell passiert. Nachdem der Kleinen eines Tages plötzlich schlecht geworden ist, haben ihre Eltern sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie dachten, Peyton hätte sich eine Infektion zugezogen. Aber die Wahrheit war viel überraschender und schlimmer. Auf einem Röntgenbild haben die Ärzte etwas entdeckt, was an ein Schmuckstück erinnerte. Sie dachten, das Mädchen hätte ein Armband verschluckt. Aber bald stellten sie fest, dass es sich beim vermeintlichen Schmuckstück um 37 aneinanderhaftende Magnetkugeln handelte. Während sie sich gegenseitig angezogen haben, haben sie den Magen und den Darm von Peyton an mehreren Stellen verletzt. Die Ärzte waren geschockt. Noch nie zuvor haben sie ein Kind gesehen, das mehr als 10 Magneten verschluckt hatte. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die 3-Jährige sie mit Zuckerkugeln verwechselt hat, mit denen Törtchen dekoriert werden. Die Kleine wurde sofort operiert und ihr wurden sämtliche Magneten entfernt, woraufhin Peyton ziemlich schnell wieder gesund wurde. Dieser Vorfall sollte Erwachsene davor warnen, Magneten in Reichweite von Kindern unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen. Haare.
Menschen leiden an unzähligen sonderbaren Krankheiten und eine davon ist Trichophagie. So wird das zwanghafte Verschlucken von Haaren bezeichnet. Meistens isst man Haare, die man sich selbst ausgerissen hat. Es kommt aber vor, dass man auch fremde Haare verzehrt. Ist euch schon übel geworden? Doch das ist noch nicht alles. Manchmal sind es so viele verschluckte Haare, dass sie einen riesigen Knäuel bilden und sogar in den Damm eindringen. Das nennt man dann Rapunzel-Syndrom, das als die gefährlichste Erscheinungsform der Trichophagie gilt. Und genau dieses Syndrom wurde bei einer 15-jährigen indischen Schülerin namens Kavita Kumari diagnostiziert. Ein Jahr lang hat sie regelmäßig ihre eigenen und fremde Haare verschluckt, wodurch sich im Körper der Jugendlichen ein 1,5 Meter lange Trichobezoar gebildet hat. Die Haare störten Kavita bei der Nahrungseinnahme. Sie ist immer wieder ohnmächtig geworden, hatte starke Schmerzen und konnte kaum noch stehen. Ihr Bauch war aufgebläht, doch die Ärzte konnten dafür keine Erklärung finden und verschrieben ihr Schmerzmittel. Schließlich landete Kumari in einem Allgemeinkrankenhaus, wo die Mediziner endlich einen großen Haarball in ihrem Magen entdeckt haben. Ein CT hat ergeben, dass der Knäuel so schnell wie möglich herausoperiert werden muss. Kumari war aber so geschwächt, dass sie bei der OP hätte sterben können, aber glücklicherweise ist alles gut ausgegangen. Die Eltern der Jugendlichen hatten keine Ahnung von ihren mentalen Problemen. Allerdings gaben sie zu, dass ihnen aufgefallen ist, dass Kumari ihren Verwandten und Mitschülern manchmal Haare ausriss. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!